weil es das Schönste, Geilste und Aufregendste auf der ganzen Welt ist. Ich bin Evelyn, ich bin zum zweiten Mal schwanger und ich stelle mir alle Fragen rund um die Schwangerschaft. Ja, was passiert hier eigentlich und warum? Kannst du mir raushelfen? Leg dich hin. Hochschwanger sein ist natürlich super, aber auch super anstrengend. Und das nicht nur für einen selber, sondern natürlich auch für das ganze Umfeld. Ich bin einfach garstig manchmal. Power, so wirklich Power alles. TMS. Power alles. Hey Evelyn, kannst du mir die... Power? Stress ist natürlich überhaupt nicht gut in der Schwangerschaft. Evelyn, dumme Frage. Ha? Wo sind die Screw, über das wir gerade geredet haben? Die waren auf der Kommode oder dann habe ich die hier getan? I kill you, Alex. I kill you. I think it was you. You had one job. You had one job. Nee, Alex, ich habe mit, hab mit der Scheiße nichts zu tun. Das ist jetzt echt dein Ding. Sorry, dude. Sorry. Sicher? Nee. Wenn du schwanger bist, hast du halt eigentlich gar keine Bauchmuskeln mehr. Es ist sehr problematisch aufzustehen. Irgendwann braucht man dann leider auch Hilfe, ne? Eins kann ich euch verraten, eins haben wir alle gemeinsam. Wir haben alle Sex gehabt. Wir hatten alle Sex. Es sind noch Experten dabei. Wenn man definitiv schwanger werden will, ist es aber auch besser, eigentlich immer Sex zu haben und nicht nur in den 5 Tagen. Ne? Da sind die Chancen, glaube ich, auch höher. Ja, also ich sag immer so ein bisschen zur Orientierung, 2-mal die Woche wäre gut. 2-mal die Woche, schön. Schön einknattern, ja. Das ist wunderbar. Dann klappt's auch. Wie richtig horny. Ist dir klar, dass wir nur schwanger geworden sind, weil ihr noch ein Kind bekommt? Ja, aber so war ein Scherz, aber, oder? Nee. Echt? Nee. Ich finde, in der ersten Schwangerschaft ist alles so neu und man ist so aufgeregt und alles hat trotzdem noch so sein Besonderes. Und man ist trotzdem noch so, ach, alles ist neu. Wasserbeine, toll. Schwanger. Schmerzen überall, geil. Und in der zweiten weißt du einfach, wie ätzend das irgendwann noch wird und bist halt schon so, scheiße, gar keinen Bock. Freu dich aufs Schwangersein. Du hast super Haare und super Nägel. Okay. Ich hatte schon lange nicht mehr so schlechte Nägel. Sorry, also. Was kommt als nächstes? Fällt mir ein Bein ab.